Hey Leute und willkommen zurück bei Ratchet & Clank. Wir suchen jetzt die Energiequelle und sollen dafür nach unten, wo es etwas gruselig ist, sagt uns Schrottbot. Also bin ich mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Vermutlich müssen wir gegen Safti kämpfen. Aber das hat Buch sowieso gewollt. Das ist eine heftige Tür. Das kaputt. Ich will das da auch kaputt machen. Versuch das jetzt von allen Seiten. Also manchmal nerven sie mich aber wirklich. Ach, geht doch. So. Und so. Okay. Da kommen wir noch nicht ran. Das ist ganz gut. Dann müssen wir wohl auf die heftige Tür. Schau mal ganz kurz, dass wir den Todeshandschuh als Waffe anziehen. Für alle Fälle. Okay, zurück können wir also jetzt nicht mehr. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Wird uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung, aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blizzrock. Okay. Das ist doch hier so ein Bösewicht. Der schläft, oder so. Ah, die können wir kaputt machen. Cool, ist nur nichts drin. Oder? Den kaputt machen? Geht's da drüben hin? Kommen wir da an? Ja, ne? Das schaffen wir doch. Hier durch kommen wir dann nicht. Was passiert eigentlich? Na, okay, runterfallen sieht nicht so richtig gut aus. Oh, der ist schon wieder da. Das ging schnell. Wie kommen wir da hin? Okay. Wo geht's denn dahin? Ah, nicht dahin, wo wir hin sind. Ach, schade, hier ist eine Scheibe im Weg. Schade, ich hatte gedacht, wir könnten da schon hingehen, aber leider nicht. Das heißt, wir müssen da lang, wo wir hin müssen. Keine Umwege. Keine zusätzlichen Sachen zu entdecken. Ist das? Safti? Okay, also damit lenken wir ihn ab. Ich muss hier aber ganz gerne alles kaputt machen. Gut, dass sie respawnen. Er ist schon hinter uns her, oder? Bitte schön. Da ist es doch. Hier, nimm es. Da drüben. Hier
bitteschön. Okay, haben wir jetzt alles hier? Ich hoffe. Oh oh. Oh oh. Okay, also er muss tatsächlich wirklich da so fressen, damit wir genug Zeit haben. Warte doch! Okay, das heißt, wir können gar nicht gegen ihn kämpfen, weil er einfach... Weißt du, irgendwie wird die Dimension, in der die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockender. Wenigstens ist dort das Licht an. Das stimmt. So, wo sind wir jetzt? Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter! Okay, da dürfen wir nicht hin. Ratchet, ich kann nirgends Flison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen? Vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Klingt so, als wäre das ein Problem, wenn ich recht habe. Okay. So, wir müssen natürlich hier wieder alles mitnehmen. Können wir da lang? Nee, da können wir leider nicht lang. Da will ich noch nicht durch. Mal ganz kurz hier noch umschauen. Das ist die Tür, durch die wir durch müssten, die aber jetzt verschlossen ist. So, darf ich hier mal leuchten? Okay. So, mehr gibt's hier nicht. Hier können wir nicht lang. Kommen wir hier hoch? Ist hier eine Tür? Nein. Okay, die ist auch zu. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir schauen mal hier durch. Okay, das sieht aus als... Ach so, wir müssen beide machen. Okay. Dann fangen wir doch mit der hier an. Das Schloss wird per Beutkurbel gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Er hat uns nicht bemerkt. Noch nicht. Safti schon wieder. Wo ist er denn? Da drüben. Also ich meine, wir leuchten, von daher ist das schon sehr ungünstig. Oh! Müssen wir jetzt nach unten? Okay, das wird tricky. Wow, natürlich, natürlich kommt er hierher. Wie könnte das auch sonst so sein? Okay, was müssen wir jetzt tun? Zurück und hier raus.
Okay. Das hat doch geklappt. Verwunderlicherweise. So, aber hier waren wir noch gar nicht ganz durch. Da sind noch ein paar Kisten. Und hier sind noch ein paar Leuchtersachen. Wie kommt er so schnell hierher? Hier sind überall Luftschächte. Ist er schon wieder hier? Was ist er denn? Wo müssen wir hin? Da sind wir hergekommen, okay. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Da. Geduld haben, bis wir durchpassen. Okay. Okay. Ich hoffe, wir haben hier einen Moment länger Ruhe. Und vielleicht können wir doch mal gegen ihn kämpfen. So richtig kämpfen, so dass es halt auch quasi fair ist. Dass er halt auch irgendwie eine Lifebar hat oder so. Weil im Moment sozusagen haben wir ja nicht mal die Möglichkeit, ihn anzugreifen, weil ihm Waffen egal sind, sagte Ratchet. Also ziemlich cool gemacht. Wenn er so ein riesen ungeheuer Viech ist, dann... Okay, aber... Achso. Nicht schon wieder. Ach, die sind doch okay. Was ist mit dem Licht? Juhu, da ist er. Das ist etwas beunruhigend. Das stimmt. Ja, tun wir. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was beunruhigend ist, dass er da, glaube ich, an der Tür stand, aber... Interessant. Okay. Tür entriegelt. Gut, mir doch egal. Spiele Stationsprotokoll weiter ab. Komm her, komm her. Okay, da hinter dem Griff. Ich habe ihn gerade herumspielen sehen und... Da, seht ihr ihn? Wie kann er so umschwimmen? Oh, oh, ist das ein Hallo? Wartet, was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh! Stopp! Hört damit auf! Stopp! Das war der Schrottbot? Und ich dachte, er redet von Safti. Nichts wie raus hier! Wo geht's denn raus? Wo dürfen wir denn lang? Da, wo er herkommt? Ich greife ihn doch gar nicht an. Das sind meine Viecher. Da kann ich doch jetzt nicht mehr für. Stören die nicht mal. Okay. Wenn ich Blizzon wäre, wo wäre ich wohl? Okay, ja. Gute Frage, wo du dann wärst. Können wir hier lang? Jetzt hier rein? Nein. Oh. Richard, alles okay? Ja. Zum Glück funktioniert mein Sauerstofffilter noch. Hab ich Jahre nicht gebraucht. Okay, das heißt, wir schwimmen jetzt hier lang? Oder wir dürfen hier lang laufen, obwohl hier überall Wasser ist. Das ist ja cool. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Cool. Können wir auch schwimmen? Nee, schwimmen können wir nicht. Ratchet, ich hab da mal nachgedacht.
nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Savali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kate. Das bedeutet mir viel. Magnetfläche. Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Das ist super nett von dir, dass du an mich glaubst. Deswegen können wir nicht schwimmen, weil wir hier auf diesen Magnetflächen laufen. Weil wegen Wasser und so. Okay, wir können tatsächlich nur diesen einen Weg hier gehen, offenbar. Wo ist das Raritanium? Ich habe das genau gesehen auf der Map. Hier irgendwo? Da! So, Raritanium mitgenommen. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus mit dem Weg? Ist das hier der richtige Weg? Oh, hi! Warte. Was nehmen wir denn mal? Querschläger. Okay, da können wir nicht hin. Da wären wir vielleicht andersrum. Aber da müssen wir hin, da geht's einmal hoch, an die Wand und so. Achso. Ich weiß nicht, ob wir da hin müssen, aber ich wollte auf jeden Fall einmal hier langlaufen. Ja, Schraube! Sehr gut. Die wollte ich. Willst du mich verarschen? Da. Wo kommen wir hier hin? Ah, so direkt wieder runter, hä? Nichts vergessen? Wirklich nichts vergessen? Okay, da geht's nicht. Doch, da geht's lang. Okay. Und hier ist nichts mehr, nehme ich an. Komme ich. Ja, da komme ich hin. Sehr cool. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ja. Okay, Hauptsache, ich bin hier hingekommen. Das ist schon sozusagen genug. Oh, falsche Taste. So, dann gehen wir hier weiter. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wow, jetzt ist es da aber wieder hell. Komm schon. Ey. Lass mich. Ich will da noch draufhauen. Ach. Gott. Okay. Oh, Mrs. Zucker und hi.
Sehr schön. Hallo. Hallo. Braucht ihr zwei neue Ausrüstung? Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Faden. Miss Rukon? Was machst du denn hier? Zurkon Junior existenzielle Ökonomie an der Bourgogne-Universität studieren möchte, dann werde ich dafür sorgen, dass wir uns das leisten können. Okay, wir haben für unseren Todeshandschuh Zusatzagenten. Das heißt, in jedem Ei steckt jetzt noch ein Agent. Und so, das hier machen wir nochmal, weil den Todeshandschuh finde ich echt cool. Was haben wir da? Munitionslimit. Okay, dann machen wir hier noch... Tempo der Agenten erhöht. Anzahl der Agentenangriffe vor Deaktivierung. So, und was für einen Bonus bekommen wir? Zusatzagenten. Noch einen Zusatzagenten. Sehr schön. Das reicht erstmal dafür. Das ist schon hoch. Kaltfront, ja, die haben wir tatsächlich noch gar nicht benutzt. Das ist schon mal gut. Das ist leeren Rückschuss. Nehme ich auch eigentlich im Moment gar nicht. Miss Partypilz. Miss. Die Schusszahl von Mr. Partypilz. Mr. Partypilz schießt schneller. Okay. Viel besser kann die Party gar nicht mehr Mr. werden. Und Miss Partypilz, wie cool sind die jetzt zu zweit? Ja, wie klasse. Riste das Schmückstück der Exekutor, ja. Okay, Querschläger muss erst gelevelt werden. Formschnittsprinkler haben wir auch soweit. Bohrhund würde ich noch, den mag ich auch ganz gerne. Was haben wir denn hier unten noch? Bewegungstempo, okay. Zeit zum Anvisieren, das ist auch okay. Ja, Kreisdingsbums da, ja, okay, Todeshandschuh. Ich glaube, wir schauen mal hier gerade noch rein. Was ist das? Das Tempo. Okay, mehr haben wir nicht. Hol dir die Aufrüstungen, wenn du das Baby hochgestuft hast. Das finde ich sehr gut. Dann lassen die mir. Dann nehmen wir die doch öfter mal. So, was sagt denn die Karte hier? Mrs. Zurkon. Hier müssen wir lang, ne? Oder? Hier geht's nirgendwo hin. Ah ja, okay. Dann müssen wir hier lang. Mrs. Zurkon Junior. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Unmöglich! Diese Dekorateure sind nicht einfach verschwunden. Die Energiequelle. Okay, das klingt so, als hätten sie uns gefunden. So, wo ist denn unsere Kaltfront? Das finde ich richtig cool. Und lassen die mehr Bolts fallen, deswegen mache ich das jetzt hier gerade so exzessiv. Oh. Formschnittsprinkler ist noch da. Ja. So. Okay, keine Muni mehr. Sprinkler hat aber noch. So. Sehr cool. Habe ich etwa die ganze Zeit meine Robo-Dinger nicht benutzt? Oh, wow. Könnt ihr die mal angesehen da oben? So, sehr, sehr schön.
Gut, dass wir gerade hier sind, um alles aufzusammeln. Passt sicher. So, meine Robo-Hundis sind schon wieder da. Wie sieht das aus mit Formschnittsprinkler? Dann können wir dann das da nicht verpacken. Sieht so aus. Naja, okay, dann gehen wir mal hoch. Da sind noch ein paar Kisti, die nehmen wir natürlich mit. Diese da auch noch. Und dann hoffe ich, dass wir noch die Möglichkeit haben, den Spionbot zu bekommen. Also, ja, da schauen wir dann in der nächsten Folge, ob wir da irgendwie noch hinkommen. Ja, ich hoffe es sehr. Also, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.